Also heute fangen wir mit der Fassade an und es ist echt warm, ne? Also die Aufnahmen werdet ihr wahrscheinlich etwas später sehen. Wir haben jetzt 35 Grad im Schatten und ich schwitze mich hier zu Tode. Ich trinke bestimmt hier 3 oder 4 Liter hier oben. Es ist echt Wahnsinn, was man so wegschwitzt. Wir machen uns ran an die Fassade. Wenn du beispielsweise deine Außenfassade vom Haus verkleinern willst, ist das hier genau das richtige Video für dich. Es gibt zwar schon eins, ja, wo ich eine Fassade verkleide, aber hier machen wir es mal ein bisschen anders. Also, wie fangen wir an? Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Wie gesagt, das hat so einen Stil vom Gartenhaus. Ihr könnt aber damit auch eure alten Fassaden mit verkleiden, aber auch einen Neubau mit ausstatten mit der Fassade. Das Ganze hier. Das oberste Holz, das Profilholz, was du jetzt sehen kannst, das Ganze nennt sich Trendliner-Kontrast. Gibt es in unterschiedlichen Höhen, auch Stärken, dass du einen Kontrast haben kannst. Und diese, ich nenne es jetzt mal hier die Feder, die kriegst du auch in Dunkel, dass du so einen Kontrast drin hast. Das Ganze wird miteinander versteckt und dann geschraubt. Hier oben siehst du eine kleine Ritze, das ist die Nut, wo du dann beispielsweise hier dann deine Schraube reinschrauben kannst. Kommen wir gleich zu. Das Ganze gibt es auch noch mal, das nennt sich Skyline-Kontrast, das ist dann hochkant, gibt es auch in unterschiedlichen Höhen. Ein passendes Video dazu verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung, sowie auch den Online-Shop, wo du das Ganze erwerben kannst. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Ihr könnt euch auch Sachen dort bestellen oder anfertigen lassen. Kommt immer darauf an, wie groß oder wie viel Quadratmeter du brauchst. Die Verarbeitung ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich habe das Ganze jetzt hier vor Ort in der Werkstatt auf Länge zugesägt, denn ich habe mir nämlich so ein Restpostenpaket besorgt. Und wie du sehen kannst, ja, hier unten befindet sich Alu-Debound. Kommen wir gleich zu. Warum, weshalb? Ich habe das Ganze auf der Länge in der Werkstatt zugesägt. Ihr könnt das Ganze aber auch stückeln. Es gibt so Stoßkanten, die sind dann angefräst. Das heißt, du kannst eine komplette Fassadenfront damit verkleiden. Was ich jetzt mache, ist mit diesem Restposten, ich hoffe, ich komme damit aus. Und mein Ziel ist es halt, den Leuchtturm hier zu verkleiden. Um das ganze Profilbrett festzuschrauben, nehme ich hier Edelstahlschrauben. Das sind selbstschneidende. Die erkennt ihr daran, dass die vorne eine selbstschneidende Spitze haben. Und hier haben sie nochmal, ja, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, so eine Riffelung, die ja riffelt oder bohrt quasi das Loch auf, was du geschaffen hast. Und hiermit, hier ist kein Gewinde dran, dann drückst du das Holz schön an deine Fassade ran. Sind Edelstahlschrauben, kann ich dir nur empfehlen, falls du mir irgendwie mein Brett abschrauben musst. Meistens nämlich so, wenn du jetzt normale verzinkte Schrauben nimmst, irgendwann fangen die doch an zu rosten, je nachdem, was du für eine Qualität hast. Und bei Edelstahlschrauben ist es so, die rosten nicht. Da kann es nur passieren, wenn du die zu fest anziehst, dass das Material reißt, sprich der Kopf abreißt. Ansonsten kannst du problemlos 2, 3 Jahre später oder 10 Jahre später solche Profilbretter auch mal abnehmen, je nachdem, wenn da irgendwie ein Defekt vorliegt oder ja, ein Brett mal kaputt gegangen ist oder ich weiß es nicht. Kann ich euch nur empfehlen, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und da ich mich für einen Restposten entschieden habe, muss ich natürlich auch gucken, dass ich mit dem Material auskomme. So, das heißt, ich habe mir gesagt, hey, ich will ein bisschen, das Ganze soll nicht so aussehen wie so ein Türmchen, es soll ein Leuchtturmimitat sein. Und da habe ich mir überlegt, hey, komm, wir nehmen unten einfach Platten und ich habe mich hier für Alu-Debound entschieden. Es ist noch einen kleinen Ticken günstiger als HPL-Platten. HPL-Platten gibt es in unterschiedlichen Stärken. Ich hatte anfangs vorgesehen 5 mm, aber Alu-Debound gibt es auch in 3 mm. Das Ganze habe ich mir bei Plattenzuschnitt 24 zugeschnitten, exakt auf Maß. Und so sieht das Ganze aus. Das ist Anthrazit matt. Ich habe auch schon eine Seite festgeschraubt, in der Mitte einmal. Und dazu habe ich beispielsweise auch Edelstahlschrauben verwendet und die haben den Kopf, also der Kopf ist dann schon dementsprechend in Anthrazit lackiert. Verlinke ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung, gibt es auch in unterschiedlichen Längen, ganz, ganz praktisch. Worauf müsst ihr achten? Ganz wichtig ist, dass ihr das Bohrloch, was ihr bohrt, einen kleinen Ticken größer bohrt, weil es ist ja Aluminium, also eine Aluminiumdeckschicht hat man, dann hat man einen Kunststoff drinne als Füllung und außen wieder eine Aluminiumdickschicht. Das heißt, das Ganze arbeitet, wenn ihr jetzt Hitze drauf strahlt und wenn ihr es wirklich festschraubt
und das arbeitet, dann kann es durchaus sein, dass es abspringt oder Wellen schlägt. Das müsst ihr unbedingt beachten. Ich werde euch mal den Link von Plattenzuschnitt 24 unten in der Videobeschreibung hinzufügen. Dort gibt es nämlich auch einen Rabattcode. Dort bekommt ihr nämlich Rabatt, den weiß ich sogar aus dem Kopf, Mr. Handwerk 5. Und damit bekommt ihr nochmal Rabatt, wenn ihr dort bestellt. Ihr bekommt aber auch dort Acrylglas, Zubehör und auch Multiplexplatten, Tischlerplatten, beschichtete Platten, also wirklich was für jeden dabei. Wie gehe ich jetzt vor? Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass der Turm einmal ringsherum, dass die Latten halt gerade sind, das ist ganz wichtig. Und da ist natürlich der Ausgangspunkt unten der Boden. Und ich habe da noch mal eine kleine Konterlattung angebracht auf dem Turm, da wir 3 mm haben und ich glaube, das Trendline hat ungefähr 28 mm, damit wir nicht so einen starken Versatz haben. Und wir haben jetzt bis zur Unterkante fertig. Fußboden haben wir 40 mm. Und da habe ich mir jetzt solche kleinen Holzstücke zugeschnitten, die ich immer unten rauflege, als Abstandshalter quasi. Und dann geht es einfach los. Wie ihr gesehen habt, ist mir das Material ausgegangen und es wurde auch schon langsam dunkel. Das heißt, ich habe Feierabend gemacht. Ich bin jetzt wieder in der Werkstatt, wie ihr sehen könnt. Und ich habe ja wirklich viel Holz vor den Hütten. So schaut das Ganze nämlich aus. Ich habe es nämlich gestern alles von draußen nach drinnen geholt. Ein Paket oder Haufen und hier ist der zweite Haufen. Und ich bräuchte mal nur das Sägeblatt, wie man sehen kann. Das reißt alles aus. Wahrscheinlich deckt das die Winkelleiste später ab. Aber was ich euch jetzt nochmal zeigen wollte, ist, das ist überall jetzt hier rangefräst. Könnt ihr auch vielleicht hier ganz schwer erkennen. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch stoßen. Ich muss jetzt lügen, ich weiß jetzt nicht, wie lang man das Ganze bestellen kann. Aber irgendwann ist auch Schluss, ne, von der Länge her. Dann habt ihr hier so eine schöne Stoßfuge. Finde ich ganz, ganz gut gelöst. Feuerholz. So, ich werde jetzt das Ganze zusägen und ich wurde gestern gefragt, es gab einen Kommentar unter einem Video vom Leuchtturm, gibt auch eine Playlist dazu, verlinke ich dir mir unten in der Videobeschreibung. Und da hat einer gefragt gehabt, ich glaube der Heiko war es, Schnellabonnent, Sebastian, sag mal, oder wer finanziert das Ganze? So, jetzt will ich das mal ganz, ganz kurz anschneiden, wer das Ganze finanziert. Wie gesagt, nur anschneiden. Also, viele von euch wissen es wahrscheinlich, ich habe ein, zwei Sponsoren. Das heißt beispielsweise die Holzwerke Ladenburger oder Bosch Home. Das sind aber Firmen, die mich beispielsweise Sponsoren unterstützen mit Werkzeug. Bosch beispielsweise oder die Holzwerke Ladenburger. Ne? Die haben mir beispielsweise das Holz bzw. das Kontrast zur Verfügung gestellt. Das Holz, das ganze andere, das womit ich den Rahmen gebaut habe, die Unterkonstruktion und, habe ich alles selber bezahlt. Auch jede Schraube und wirklich, ich glaube, der teuerste Posten wird sein Schrauben. Gewindeschrauben, also Gewindestangen, Schrauben, Edelstahlschrauben für die Fassade. Ich habe zigtausende Schrauben. Ich bin immer, erwische mich immer, wie oft ich fahre wirklich, ich glaube, einmal die Woche zum Sonderpreisbaumarkt, so heißt das hier in Sachsen. Und erwischt mich dabei, dass ich Schrauben kaufe. Und das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Posten. So, dann habe ich natürlich hier WPC-Dielen. Da stütze ich mich gerade ab. Die habe ich von MyHarry bekommen.
und so weiter und so fort. Aber den meisten Teil zahle ich wirklich selber aus meiner eigenen Tasche. Und genau, manchmal gibt es halt ein, zwei Sponsoren, die sind noch nicht richtig fest und die blende ich dann ein. Ansonsten, ja, das macht aber, das halt den ganzen Turm nicht. Der Turm, ihr würdet wahrscheinlich mit den Ohren schlackern, wie teuer so ein Turm ist, aber es geht wirklich in die Tausende rein. Und ich werde mal, also ich mache eine kleine Excel-Liste, weil mich das selber interessiert. Und so Kleinvieh summiert sich auch. Und ich werde dann am Ende, wenn der Turm fertig ist, kommt nochmal eine Aufstellung, wo ich alles genau aufzähle, was am teuersten war, wo ich was herbekommen habe, wo man Geld sparen kann und so weiter und so fort. Genau, das dazu. Viele machen sich wahrscheinlich auch die Gedanken, wie macht er das? Ja. Und ich gucke halt, dass ich wirklich sehr, sehr sparsam baue. Das machen wahrscheinlich viele, die bauen, dass sie sehr sparsam bauen. Beispielsweise die Tür. Die Tür habe ich aus dem Baumarkt für 180 Euro im Angebot gekriegt. Hätte ich vielleicht noch günstiger bekommen können, irgendwo auf eBay Kleinanzeigen ausgebaut. Aber dann sind die meistens sehr, sehr schwer. Die Tür ist sehr, sehr leicht, die kriege ich alleine getragen. So, es muss halt keine teure Tür sein. Ne? Es ist wie gesagt so ein Gerätehaus, Beachhaus, wo man seine Badesachen runterstellt. Und da gucke ich halt schon, dass ich irgendwie ein bisschen sparen kann. Beispielsweise Schrauben für die Fassade. Habe ich irgendwie 500 Stück mir bei eBay ersteigert für 20 Euro. Edelstahlschrauben, ne? Wirklich, Edelstahlschrauben kosten so viel Geld, das ist echt der Wahnsinn. Naja, und ich bin halt sehr, sehr dankbar durch die Jahre über YouTube, dass sich so ein, zwei Partner, dass man sich eine gute wie Geschäftsbeziehung möchte ich es nicht nennen. Man versteht sich einfach sehr gut. Es läuft, ich mag die Werkzeuge, ich mag die Produkte. Ich kann da wirklich bestens Gewissens hinterstehen und das Ganze auch gut vertreten oder euch weiterempfehlen. Und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich die Leute, die Firmen im Hintergrund habe. Worauf ich noch sehr dankbar bin, ist euch als Abonnenten. Wenn es euch nicht geben würde, die mir hier zuschauen, dann würde es das gesamte Projekt nicht geben, weil ich hätte mein Leben nie sowas umsetzen können. Oder dadurch öffnen sich halt ein, zwei Türen. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, fang mit YouTube an, mach das, wie manch anderer, ne, der sagt, los, mach, mach, mach. Ich kann dir nur sagen, mach es nicht. Es steckt wirklich Menge Arbeit dahinter. Ich zeige es oft gar nicht, aber ich bin jetzt beispielsweise am Turm. Bis abends um 8, 9 Uhr bin ich da zugange. Dann komme ich nach Hause, dann am Rechner noch, bla bla. Dann gucke ich eine Stunde fern und dann gehe ich schlafen. Und es ist wirklich eine Menge Arbeit. Und wenn du dann mal irgendwann dir diese Türen geöffnet hast oder die für dich entstehen, vergehen wirklich Jahre. Und es reicht nicht nur, dass du ehrgeizig bist und dass du das machst. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu oder dahinter. Und ich wollte einfach nur Danke sagen für die Leute. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Abonnenten, die kommen ja nicht von alleine, die kommen ja auch nicht automatisch. Ne? Da musst du auch was tun. Du musst authentisch sein, du darfst die Leute nicht belügen oder betrügen und deinen Arsch für irgendwas hinhalten, ne? Nur damit du Geld verdienen willst oder musst. Ne? Und das ist halt ein schmaler Grat. So, und früher, vor 10 Jahren, war es vielleicht noch ein bisschen einfacher oder vor 15 Jahren. Und mittlerweile gibt es so viele Leute, die das machen wollen oder alleine in der Baubranche. Ne? Ich war einer der Ersten. Ich freue mich, dass ich das heute sagen darf. Ich bin natürlich nicht einer der Größten, das ist auch ganz klar. Und ich bin auch nicht perfekt. Aber es gehört wirklich sehr, sehr viel Ehrgeiz dazu. Ne? Genau. So, und die Ausdauer, jahrelang. Und kommen wir wieder zu den Abonnenten. Wenn ihr das Ganze nicht schauen würdet, hätte ich nicht diese Abonnentenzahl, würden sich mehrere Türen nicht öffnen, könnte ich diese Projekte nicht umsetzen. Das heißt, letztendlich, durch die Abonnenten kommen natürlich auch die Kooperationspartner, wirst du erst interessant. Nicht, weil die dich mögen oder so. Das ist vielleicht so ein ganz, ganz kleiner Teil. Und das heißt, du, jeder Einzelne, der das Video bis hierhin geschaut hat, ja, der macht oder unterstützt mich. Und die Masse macht es am Ende. Ne? Und eigentlich war es nicht so geplant, dass ich 7 Minuten in die Kamera labe, aber für diejenigen, die jetzt dran geblieben sind, recht herzlichen Dankeschön. Das kommt wirklich vom Herzen.
Und ich versuche euch auch irgendwie immer was wiederzugeben. Es ist natürlich immer ein bisschen schwer, jeden Einzelnen irgendwie zu berühren oder anzusprechen. Ne? Ich sage euch immer wieder, wenn ihr mich seht irgendwo, quatscht mich an. Ich quatsche gerne, merkt ihr jetzt auch. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen und das mal ganz kurz erklären. Aber wie gesagt, darüber gibt es dann nochmal ein extra Video. So, ich werde jetzt weiter zuschneiden und ich würde sagen, wir verkleinern den Turm weiter. Ihr könnt es sehen oder ihr hört es. Es ist sehr, sehr windig und wir haben Sturmböen bis zu 55 laut das Internet. Guck mal da die Birke. So, und ich habe jetzt schon gut die Hälfte, gut die Hälfte beplankt. Links von mir haben wir ungefähr 2 Meter Höhe. Rechts von mir auch so ein bisschen. Und ja, nicht wundern, die Fenster habe ich zugemacht. Die werde ich später mit einer Oberfräse bzw. Stichsäge freimachen. Ich hoffe, es war kein Fehler. So, und es ist echt richtig, richtig windig. Und ich muss zugeben, ich habe sogar ein bisschen, was heißt Schiss, ich habe großen Respekt davor. Und positiv, der Turm hat sich noch nicht mal 1 Millimeter bewegt. Wäre schlimm, glaube ich, wenn es so wäre. Ne? So, und die Steffi kommt gleich und hilft mir so ein bisschen, weil ein Brett zu nehmen, das fliegt ja schon da oben in der Luft weg fast. Und jedes Mal hoch, runter, das dauert halt Stunden. Und ich gucke gerade, wo sie hier ist. So, ein kurzes Update. Ich hoffe, also ich will heute das ganze Material, was ich mitgebracht habe, auch anbringen. Und ich hoffe auch, dass das Ganze reicht. Wie am Anfang des Videos erwähnt, ist das Ganze alles knapp bemessen. Beziehungsweise war es ja so ein Restposten. Und ich hoffe, das reicht. Drückt mir die Daumen und gebt dem Video einen Daumen hoch. Sieht doch gut aus, schau mal, von ganz weit.